Wie ist eigentlich Ihr Studium aufgebaut? Was kommt da so alles vor? Hier wieder eine kleine Episode zum Orientierungswissen zu Ihrem Studium. Ich beschränke mich jetzt hier, weil ich aus der Informatik an der THM komme, auf die Informatik und die Informatikstudiengänge. Aber man kann das ja auch nachvollziehen, wie das für den eigenen Studiengang dann aussieht. Wir sind hier auf der Webseite der THM. Wenn man den Studiumsbereich hier anklickt, das ist aber jetzt nicht so relevant. Ich gehe jetzt, wenn man hier drauf geht mit der Maus, runter hier zu Sie studieren. Modulhandbücher und Prüfungsordnung. Das ist übrigens der absolute, wie soll ich mal sagen, fast Geheimtipp. Sie müssen sich das mal angucken, weil viele Studierende, stelle ich immer wieder fest, sind darüber gar nicht im Bilde, was das alles bedeutet. Man hat ihnen das zwar alles mal in den Einführungsveranstaltungen als Erstsemester erzählt, aber es bleibt wichtig auch für die weiteren späteren Semester. Wenn wir also hier auf diesen Bereich der Studien- und Prüfungsordnung gehen, dann bekommen Sie hier angezeigt die Modulhandbücher Studien- und Prüfungsordnung und Studiengang-Infos. Die allgemeinen Bestimmungen, die sind nochmal was ganz Besonderes, die sind auch wichtig, überspringen wir aber jetzt. Dann hier die gültigen Studiengänge in den Fachbereichen mit den entsprechenden Prüfungsordnungen. Wir gehen hier mal zum Fachbereich 06, wo ich bin, Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik. Dann ist das aufgegliedert, das ist in den anderen Bereichen genauso, in Modulhandbücher und Prüfungsordnung. Wir schauen mal hier in die Prüfungsordnung rein. Dann sehen wir, welche Studiengänge es überhaupt gibt. Die Bioinformatik, Ingenieurinformatik und so weiter. Also die Bachelorstudiengänge kommen zuerst, sind gelistet und dann die Masterstudiengänge. Hier gehen wir mal auf den Informatik-Bachelor. Und dann sehen wir, dass es da die Prüfungsordnung gibt, die für Sie gültig sind. Die werden auch fortlaufend aktualisiert, meistens semesterweise. Dann gibt es eine neue Version. Also nicht irritiert sein, die 2023 ist für, wenn Sie jetzt zum Beispiel aktuell das Studium aufgenommen haben, im Wintersemester 24, die für Sie gültige in der Version 3. Und wer vor einiger Zeit das Studium begonnen hat, der studiert noch, solange es keinen Antrag gibt auf Wechselung in die neue Prüfungsordnung, der studiert noch nach dieser PO 2016, die jetzt in der Version 16 vorliegt. Klicken wir die mal an, habe ich auch vorbereitet, dann öffnet sich dieses PDF. Und da ist alles drin eingetragen, was Sie wissen müssen zu Ihrem Studium, zu diesem Studiengang. Gucken wir mal da ganz kurz durch. Da gibt es hier den Geltungsbereich, Bachelorgrad, Regelstudienzeit, wie das alles so gedacht ist, wie das mit Wiederholungen bei Prüfungen ist, also einer schriftlichen, der Zulassung zur Bachelorarbeit, Bearbeitungszeitraum und so weiter und so fort. Das Kolloquium ist die Abschlussprüfung, die man nach der Bachelorarbeit macht, wie sich die ganzen Noten berechnen, wie es mit der Praxisphase auf sich hat. Bildung der Gesamtnote, auch nochmal interessant und wichtig. Da können Sie sich ausrechnen und nachgucken, wie das geht, welche Note Sie am Schluss kriegen. Wenn Sie hier so durchscrollen, dann ist das, Prüfungsordnungen haben so eine Art Gesetzescharakter, deswegen auch in Paragraphen und Absätze unterteilt. Da ist genau alles aufgeschlüsselt, worauf Sie achten müssen. Besonders wichtig hier Paragraph 3, der gibt manchmal auch Hinweise darauf, wann Sie wie in dem Studium weiter studieren können, ob es da Voraussetzungen gibt, Hürden, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie Veranstaltungen aus höheren Semestern belegen dürfen. Hier ist das zum Beispiel der Fall in dem Absatz 5. Da wird etwas Entsprechendes beschrieben. Sie sehen, das ist gar nicht so viel Text, aber es ist nicht unwichtiger Text, der da steht. Worauf ich aber hinaus möchte, ist die Anlage 1. Anlage 1, die bezieht sich auf Ihr gesamtes Studium und bietet Ihnen eine Übersicht, wann was stattfindet. Das ist gegliedert nach den Semestern. Der Bachelor Informatik ist 6 Semester im Umfang. Pro Semester sind die sogenannten Module beschrieben, aufgeführt.
die dort stattfinden, wenn sie regulär dadurch studieren würden. Also jedes Semester all diese 5 Module sind das in der Regel belegen, auch bestehen und dann ins nächste Semester gehen. Dann haben sie also 6 Semester, das heißt 3 Jahre Studienzeit hinter sich gebracht. Wenn sie da aus irgendwelchen Gründen, weil sie arbeiten, Angehörige pflegen müssen, weil sie Geld verdienen müssen, ist das gar kein Problem. Sie können das Studium auch individuell organisieren. Dann gibt es einen individuellen Stundenplan, den Sie sich erstellen müssen. Sie müssen nur darauf achten, ob es irgendwelche Abhängigkeiten gibt, die zu beachten sind, bevor, weil Sie eben nicht alle beliebigen Freiheiten haben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Gucken wir erstmal hier in den Überblick. Also jedes Semester hat einige Module gelistet, die da vorgesehen sind. Die haben sogenannte Modulnummern. Das kann man dann im Modulhandbuch nachschlagen. Und dann steht hier auch, was für eine Art von Veranstaltung das ist. Ob das ein Pflichtfach ist, also was Sie belegen müssen, oder ob das ein Wahlpflichtfach ist, was man belegen kann, also eins aus einem Pool sich aussuchen kann. Und dann ist hier immer noch vermerkt, welche Veranstaltungsart hier zum Tragen kommt. V steht zum Beispiel für die Vorlesung, Ü für Übung und PR für Praktikum. Die Credits geben an, wie viele Punkte man für das Studium gut geschrieben kriegt oder für dieses Modul gut geschrieben kriegt. Und SWS sind die Zeit, die Sie im Hörsaal in der Vorlesungszeit zu diesem Fach verbringen. Das ist die Semesterwochenstunden. 2 SWS sind 1,5 Stunden, das heißt ein SWS 45 Minuten. An Hochschulen wird aber immer in einem Zyklus von 1,5 Stunden gedacht. Das heißt, wenn wir hier 6 SWS für diese Veranstaltung haben, dann sind dann 3x 1,5 Stunden in der Woche dafür vorgesehen. Und meist, wenn man hier so etwas sieht, 1,5 Stunden für die Vorlesung, 1,5 Stunden für die Übung und dann 1,5 Stunden für das Praktikum. Die Credits, das ist der Anteil, der Ihnen gut geschrieben wird für dieses Modul, wenn Sie das erfolgreich bestanden haben, in Bezug auf die Gesamtpunkte, die für ein Studium erreicht werden müssen. Sie sehen, dass normalerweise für ein Semester so ungefähr 30, das ist hier im zweiten Mal ein bisschen mehr, im dritten ist es wieder ein bisschen weniger, gleicht sich aber aus. Es sind im Grunde immer 30 Credits pro Semester, 30 mal 6, 180 Credits macht also ein gesamtes Bachelorstudium aus, was 6-semestrig ist. Es gibt auch Studiengänge, die haben 7 Semester, die haben dann entsprechend 210 Credits, die dafür vergeben werden. Zwischen Credits und SWS gibt es einen gewissen Zusammenhang, aber nochmal ganz einfach, Credits ist einfach, wie viel, welchen Anteil hat das an Ihrem Studium? 6 Punkte von den 180, also nur anteilig erstmal. Und SWS ist die Kontaktzeit, die Sie in der Vorlesungszeit haben, pro Woche zu diesem Fach, was also das Lehrangebot ist, wo Sie Kontakt haben mit einer Dozentin oder einem Dozenten. Das können wir also hier so einfach durchgehen. 5 Semester fürs Erste, 5 Semester fürs Zweite. Muss mich sauber ausdrücken. 5 Module im ersten Semester, 5 Module im zweiten Semester. Im dritten Semester sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das liegt daran, wie Sie sehen, hier ist das eine Modul ein überfachliches Wahlpflichtmodul. Da können Sie also aus einem Pool was auswählen. Es hat aber nur 3 Credits. Ist also auch in der Veranstaltungszeit nur 1,5 Stunden pro Woche, deswegen also auch runtergesetzt. Wenn Sie so etwas sehen, dass hier 6 Credits für Module aus dem Vertiefungspool angegeben sind und das X steht da, dann ist da einfach gemeint, bitte nachgucken in dem Vertiefungspool, wie viel ist da an SWS vorgesehen. Fest sind aber die Credits, die Anteile. Ähnlich gestaltet sich das für das vierte Semester. Da haben Sie das Software Engineering Konzepte und Methoden. Da sehen Sie wieder, das ist ein Pflichtmodul, das müssen Sie belegen. Und die anderen sind Wahlpflicht, da können Sie etwas aussuchen aus dem Pool. Das zieht sich noch ins fünfte Semester, wo Sie Pflichtmodule haben und Wahlpflicht.
Und dann das sechste Semester, wo Sie eine Praxisphase haben, zum Beispiel in einem Unternehmen, ein paar Monate verbringen. Dafür gibt es dann 15 Credits. Diese zwei, die sind für Betreuung und sowas gedacht und dann noch für, dass Sie einen Projektbericht erstellen müssen. Und dann haben wir die Bachelorarbeit, die auch ein paar Monate dauert, 3 Monate, um genau zu sein. Und dann haben Sie das Studium abgeschlossen. Die Information zu den Wahlpflichtpoolen und hier den sogenannten Wahlpflichtpoolen oder den Vertiefungspoolen, die finden Sie weiter unten in diesem Dokument. Das ist ein bisschen unglücklich. Hier sehen Sie Vertiefungspool noch auf der Seite davor. Das sind also die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 möglichen Module, die Sie wählen können. Sie haben hier also 8 im Angebot als Vertiefungspole. Gucken wir nochmal zurück. Es gibt aber nur 1, 2, 3, 4, 5 Slots für die Vertiefungspole. Das heißt also, 3 bleiben da übrig. Sie haben also hier eine Wahl, 5 aus diesen 8 sich auszuwählen. Und dann gibt es den freien Wahlpflichtpool und das sind ganz, ganz viele Module. Sie haben also gute Möglichkeiten, Ihr Studium mit Fächern zu belegen, mit Modulen zu belegen, die Sie interessieren, an denen Sie Spaß haben, die Ihre Interessen vertiefen, wo Sie vielleicht auch in die Breite gehen können. Um das nochmal nachzuzählen, da haben wir hier im überfachlichen im freien Wahlpflichtpool 1, 2, 3, 4. Das heißt, Sie können die da auswählen, der überfachliche Wahlpflichtpool. Der meint nochmal was Besonderes. Haben wir den übersprungen? Nee, das ist der hier. Da geht es um Module, die die Absicht haben, nicht einfach bei der Informatik zu bleiben, sondern sie zu qualifizieren über ihr Fach hinaus. Darum spricht man da von überfachlichen Wahlpflichtmodulen. Da sind also auch ein paar angeboten. Das sind 2, 4, 6. Das heißt, aus diesen 6 können Sie sich was aussuchen. Und dann heißt es hier noch, das sind auch so Anmerkungen, die wichtig sind, alle Module des überfachlichen Wahlpflichtpools können auch im freien Wahlpflichtpool anerkannt werden. Sie haben also die Möglichkeit, Sie hier Ihre 2 rauszuwählen, aber dann noch ein anderes Modul, wie zum Beispiel Digitalwissenschaften, oben in dieser lange Liste des freien Wahlpflichtpools einzubringen. Genauso gilt das hier für die Vertiefungsfächer aus dem Vertiefungspool. Die können Sie auch ebenso hier einbringen. Also die Sie hier müssen, da haben Sie welche ausgewählt. Dann bleibt ja vielleicht noch eins übrig, was Sie gerne machen möchten. Nehmen wir an, Grundlagen der Data Science. Dann haben Sie die Möglichkeit, auch das als freies Wahlpflichtpool anzubringen. Damit haben Sie die Struktur, wie Ihr Studium als Gesamtheit organisiert ist, von diesen 6 Semestern, welche Pflichtveranstaltungen es gibt, welche Wahlpflicht- und Überwahlpflichtfächer es gibt und Vertiefungsfächer es gibt und wie Sie sich das zusammenstellen können. Eine Besonderheit und Wichtigkeit ist noch, Sie müssen sich an diese Prüfungsordnung halten. Sie können also nicht irgendwelche beliebigen anderen Sachen machen, weil Sie die interessieren, zum Beispiel indem Sie in einen anderen Fachbereich reingehen, sondern das interessiert mich. Wenn Ihre Prüfungsordnung das erlaubt, dann dürfen Sie das. Wenn sie das nicht erlaubt, also nicht explizit erwähnt, dass Sie das dürfen, dann geht das nicht. So viel also dazu, damit Sie gut orientiert sind in Ihrem Studium.